0800 220 50 50, die Telefonnummer und die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Freie Themennacht, falls ihr gerade reingeschaltet haben solltet. Ihr könnt anrufen zu jedem Thema, über das ihr gerne reden wollt. Ich bin's, Leon von RFB Hamburg. Und was geht's bei dir? Ja, kommen wir wieder zum Thema Bundesrepublik Deutschland. Ich habe ja schon 2 Videos zu dem Thema gemacht, aber es gab heftige Reaktionen von rechten Pack. Eine Bitte. Stellst du den Ton bitte runter vom Fernseher? Ja. Die Reichsdeutschen, die Infokrieger, die Nazis, also eigentlich das gesamte Kommunist-Nazi-Pack. Okay, verstehe. Aber das Deutsche Reich existiert nicht mehr. Warum? Deutschland hat den Zweiten Weltkrieg verloren. Ach, guck. Das Deutsche Reich ist tot. Ja, ich verstehe. So, aber da muss es doch, da bin ich ganz sicher, dass es da Unterstützung vom Staat auch gibt. Hast du dich da schlau gemacht? Ja, durch den 2+4-Vertrag. Ja. Unsere Verfassung ist legitim. Mhm. Das Grundgesetz ist unsere Verfassung. Ach, guck. Das hat man auch noch nie, ne? Das habe ich noch nie hier gehört. Sehr bizarr, aber wie gesagt, das ist für dich nicht witzig, ne? Das klingt für einen Außenstehenden im ersten Moment ein bisschen sehr abwegig, aber ich bin natürlich jetzt nicht so versiert in den ganzen, was man da alles so beantragen kann. Bist du sicher? Bist du ganz sicher, dass du alles schon abgefragt hast? Wir sind weltweit anerkannt. Ich sage ja, ich frage dich jetzt ganz provokant, ich sage ja, das ist alles Humbug. Was sagst du? Wir haben keine Gebietsansprüche mehr in Polen und so weiter. Warum nicht? Das deutsche Staatsgebiet ist die BRD. Ja? Ja? Das darf doch nicht wahr sein. Das darf doch nicht wahr sein. Wir haben alles abgetreten. Wahrscheinlich auf Nimmerwiedersehen. Das macht mich jetzt aber richtig wütend, muss ich dir sagen. Und Deutschland definiert sich auch nicht durch die Deutschen, durch die Volksdeutschen, durch die Ethnisch-Deutschen. Nee. Warum? In Artikel 1 heißt es nicht, die Würde des Deutschen ist unantastbar. Es heißt auch nicht, die Würde des Gesunden oder des Gutverdienenden. Ja. Sondern es heißt, die Würde des Menschen ist unantastbar. Boah, das finde ich richtig erschütternd, was du mir erzählst. So hab ich mir das nicht vorgestellt. Denn Deutschland, das Deutsche Reich, hat den Holocaust zu verantworten. Dem wird alle Hähne werden abgedreht. Was ist da in mir vorgegangen? Wie verrückt, ne? Wie einen der Teufel so reiten kann, ne? Den Zweiten Weltkrieg, die Euthanasie, den ganzen Völkermord. Das hat das Deutsche Reich zu verantworten. Das ist auch wirklich ein bisschen Psycho, oder? Das ist keine unverbindliche philosophische Meinung, sondern ein bleibender Auftrag und eine ständige Aufgabe für das Handeln aller politisch Verantwortlichen in unserem demokratischen und sozialen Rechtsstaat. Ich meine, du bist ja nun ein klassisches Klientel für die SPD und auch dein Fall ist klassisch für die SPD. Ja, ich bin mit Schuld, weil ich die Idee gewählt habe, die SPD und die Grünen, die damals dann die Agenda 2010 eingeführt haben, unter anderem Hartz IV. Ja, so ist es nun mal. Deutschland gehört allen, nicht den Deutschen. Warum nicht? Die hätten auch den Morgentauplan umsetzen können. Ja, und den Morgentauplan hätte das Deutsche Reich damals verdient. Das wäre legitim gewesen. Ich muss gleich jetzt mal was zwischendurch sagen. Das macht mich richtig wütend, was du da gerade erzählst. Na gut, aber das merkt ihr nicht. Ihr könnt nicht logisch denken. Ja, das sagst du, so einen krassen Satz. Ich bin wirklich fassungslos. Und da sind Leute in Deutschland, die einen Fliegenschiss brauchen. Ja, wegen ihrer unterentwickelten Intelligenz. Ja, logisch denken können diese Subjekte nicht. Ich kann nur noch mal sagen, ich bin empört. Ja, es existiert kein deutsches Volk. Warum? Es gibt vielleicht ein deutsches Staatsvolk, aber dazu sehen alle, auch die Migranten, die hier so gezogen sind und die da deutsche Staatsbürgerschaft errungen haben. Das ist natürlich wirklich ein richtiger Fall für einen Therapeuten. Ne? Das heißt, du musst eigentlich jetzt, so wie ich das einschätze, du musst in eine permanente Therapie, also dass du zumindest ein- oder zweimal die Woche irgendwo hingehst. Und ich hoffe auch, dass die Bundesrepublik Deutschland irgendwann in der EU aufgeht, dass alle Nationalstaaten sich auflösen in der EU. Das ist der Weg. Ja, also ist, finde ich, ein absoluter Fall für einen Therapeuten. Und ich glaube, jeder gute Therapeut reibt sich da die Hände und wird spekulieren, was das ist. Pass mal auf.
jetzt würde ich sagen, beenden wir das Gespräch hier, damit du endlich den Kopf gewaschen bekommst. Damit du eine fette Anzeige am Hals hast und ein Gerichtsverfahren. Wie kann man denn sowas machen? Unfassbar, ich finde es unfassbar. Es geht nicht mehr, ich kann nicht mehr. Aber egal. Ja, so geht's hier zu bei uns.